Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu der zweiten Aufnahme von unserem neuen Projekt Payday 2. Wie immer zusammen mit Frostek. Hallo. Diese Wenigkeit mit der schönen weißen Maske. Und mir, Derien001. Ja. Wir werden versuchen, mal so richtig auf die Kacke zu hauen. Beziehungsweise nein, wir werden versuchen, nicht auf die Kacke zu hauen. Wir werden versuchen, mal unentdeckt ein Level abzuschließen, was uns bis jetzt noch nicht gelungen ist. Und zwar habe ich dafür auch schon das richtige Level ausgesucht, nämlich den bekannten Juwelier. Ah, ja. Da hatten wir es ja schon öfters versucht, unentdeckt da rein und raus zu kommen. Was allerdings bis jetzt mehr oder weniger kläglich gescheitert ist. Aber wir haben gute Ansätze und Ideen. Nur leider zu wenig Grips, um es durchzusetzen. Aber wir versuchen es einfach. Nicht groß drum herum reden. Ich würde sagen, diesmal machen wir das so, wir stürmen direkt vorne rein. Und ich habe mir einen ECM-Störsender eingepackt. Ah, für den Funk von denen? Auch, ja. Und zwar, den werde ich einfach in Juwelierladen platzieren und der verhindert dann für eine Zeit, dass Anrufe ausgehen. Ah, okay. Das heißt, wir können auch theoretisch alle Wachmänner ausschalten, damit die nachher auch keine Bullen mehr rufen können. Ja, die Wachmänner würde ich mich gar nicht drum kümmern. Also, das heißt, direkt in den Laden rein, alle auf dem Boden. Mhm. Ich platziere dann den ECM-Sender. Und dann holen wir uns einfach alles raus und. Na gut, ja, weil die Wachmänner, die ballern ja auf uns. Weißt du, was ich meine? Das sind ja die einzigen, die schießen. Ach, du meinst die. Die legen sich nicht hin. Du meinst die im Laden? Im Laden, generell. Also, die kommen ja auch rein, wenn die Lunte riechen. So. Ja, ja, also die können wir auf jeden Fall umballern. Okay, gut. Ich muss ja nur. Na gut, ich hab's geschnallt. Wir versuchen es einfach so. Gut. Wollen wir? Ja, kannst loslegen. Gut. Oder haben wir irgendwas vergessen? Nee. Alright, Team. This jewelry store has a number of display cases, fountings of medium range gems and gold. So, nochmal gucken, ob ich alles eingepackt hab. Bestimmt. Forst. Okay, time for a jewelry hit. We need at least 3 bags. That should be fairly easy. Kein Problem, wir klauen die einfach von alten Omas, die 3 Tage. Krasse Gangster. Okay, time for a smash and grab. We're looking for the agreed amount of jewels. Mal eben. Es ist manchmal nämlich auch so, dass hier hinten an der Straße ein Polizeiauto steht mit. Da haben wir aber diesmal das Glück, dass da keins steht. Das heißt, sie können auch nicht sofort, gut. Gucken wir, ob hier hinten zufällig schon ein Wachmann steht, den man direkt eliminieren kann. Ah, hier steht einer. Bei dir? Bei mir auf der Seite, ja. Dann eliminieren wir den einfach direkt und stürmen dann rein, würde ich sagen, ne? Ja. Gut, das heißt. Du sagst mir Bescheid, wenn du die Maske aufsetzt? Oder kriegst du den so eliminiert, ohne dass er was merkt? Nee. Also ich muss schon meine Maske aufsetzen und. Okay. Der checkt das denn auch. Legen wir los? Einen Moment. Ich hole ihn mir erstmal. Ich guck mal, ob hier noch ein zweiter ist. Sieht aber nicht so aus. Ich setz meine Maske auf. So, okay, der liegt. Also noch unbemerkt. So, ich beantworte seinen Funk. Alles klar. Also ihr seht, er kann jetzt das Funkgespräch abfangen von seinen, also von den Kameraden, von dem Wachmann, der da tot liegt. Und kann so verhindern, dass die Polizei gerufen wird, dass Alarm ausgelöst wird. Genau. Gut, dann kommen wir zu dem Haupteingang und dann stürmen wir da rein. Aber Fragezeichen, das ist der Tote, ne? Nee, das bin ich hier, die haben mich kurz am Fenster gesehen. Okay. So. Jetzt nimm mal eine Maske auf. Get down on the ground! Let's make that money. On the ground! Down on the ground! Don't move! Stay where you are! Put your hands up! So, rein! On the ground! Everybody, stay down! So, ich platziere mal den Sender. Am besten so viele wie möglich fesseln. Stay down!
Oh, fuck. Das gibt's doch nicht. Wer hat denn jetzt den Alarm ausgelöst? Ich check's nicht, ne? Ich versuche den Tresor zu knacken. Wenn jetzt die Bullen sowieso kommen, dann machen wir es einfach wieder. Ja. Volle Masche. Also wir werden jetzt so oft probieren, dieses Level ohne Alarm durchzuspielen, bis es irgendwann klappt. Unfassbar, wie schafft. Vielleicht könnt ihr uns ja einfach mal in den Kommentar schreiben, was wir falsch machen. Ganz genau. Das wäre mal hilfreich. Dass wir das nächstes Mal hinkriegen. Das wäre echt mal cool, ohne aufzählen. Wow. Kann es sein, dass die Vitrinen kaputt gehen? Wenn die Vitrinen kaputt gehen, dass Alarm ausgelöst wird? Eigentlich nicht. Also ich. Nee. Da muss man ja vielleicht zuerst einfach ausschalten, was soll ich meine? Hm. Haben wir alles? So, kleiner Moment. Mein Tresor ist noch am Bohren. Also ich habe hier zwei Taschen. Ich kümmere mich mal eben da draußen um die. Boah, sind das viele, Alter, wo kommen die denn alle her? Ich bin hier gerade hinten bei mir am Tresor. Ist er da? Jo. Okay, also ihr seht, ihr solltet in dieser Stadt niemals einen Diamantenladen überfallen. Kommen mit einer kleinen Armee. Ach du Scheiße. Das sieht hier völlig aus, ey. Alter Schwede. Okay. Auto ist da. Unser Fluchtauto steht da hinten. Wir können also jetzt unser gesamtes Zeug zum Fluchtauto bringen. Scheiße, ich bin auf. Der hier. Oh, oh, ich hätte auch geschossen. Ah, bitte, 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 bitte. Ja. Zum Glück ist die KI so mega schlecht. Habe ich überhaupt eine Tasche dabei? Weiß ich nicht. Glaub nicht, ne? Nee. Oh, wie viele Bullen da schon wieder sind. Ah. Oh, scheiße, voll daneben geworfen. Hey, sind alle tot. Drei Taschen noch. Der Tresor ist noch, Dein Bohrer ist, glaube ich, hier nicht mehr in Gange. Oh ja, scheiße. Gehst warte, du kurz? Ich geh mal. Keine Munition mehr von meinem Sturmgewehr. Oh, der bohrt wieder. Und hier liegt noch eine Tasche. Oh, ja, ich nehme die jetzt.
werfe meine Tasche ins Auto. Dann gucken wir mal, was der Bohrer noch hergibt. Der Bohrer ist schon wieder ausgefallen. Gibt's noch nicht, Alter. Hör ich gerade. Geh mal hin. Das gibt's doch nicht. Oh, was? Wo liegt sie? Beim Bohrer. War so viel los, oder was? Da war nur einer, aber den habe ich übersehen. Ja, ich werde umgelaufen. Aber dir wird schon geholfen, glaube ich, ne? Nee. Doch, doch. Dann repariere ich mal den Bohrer. Hier ist noch ein bisschen Munition. Oh ja, perfekt, danke. Ach nee, Quatsch. Deine Tasche oder ist das meine Tasche, die da liegt? Das ist meine. Okay. Ah, 130 Sekunden noch, 2 Minuten. Scheiße. Munition habe ich gar nicht eingepackt. Ja, dann muss ich halt so aushauen. Kein Problem. Dann kommen wieder neue Bullen bei unserem Flugfahrzeug. Auch voll unrealistisch, aber egal. Dass sie das Flugfahrzeug nicht einfach ausrollen. Sicher. Oh, shit, keine Munition. Der Bohrer spinnt schon wieder. Da gibt's noch nicht, ja. Also müssen wir gerade die Bullen so komplett aufzuräumen. Was ich auch ziemlich gut schaffe. Obwohl ich mitten durch die feindlichen Linien laufe. Bohrer ist wieder im Arsch. Ich gehe von hinten rein. So, Taschen sind alle drin. So, auf geht's. Der Bohrer muss aber auch bald fertig sein. Rein theoretisch. Ja, von wegen 110 Sekunden noch. Boah, ich will die Kohle aber mitnehmen. Oh, jetzt kommen die weißen Helme. Oh, fuck. Make sure they're not flanking us. Der Bohrer ist schon wieder ausgefallen. Das ist wieder dein Ernst, das ist nicht dein Ernst. Alter! Hast du schon gezählt, wie oft das passiert ist? Ja, 5 Mal oder so? Alter. Alle 5 Sekunden fällt er aus. Warum liege ich denn ständig? Ja, irgendwie. Ach, ja. Ich muss schon die Munition aufsammeln hier, die hier rumliegt. Alter, liegt hier viel Munition. Ja, da hinten kann man nicht hin. Schade. Oh, der war auch schon wieder ausgefallen. Unglaublich. Am besten bleibt einer beim Bohrer. Ja. Von wo schießen die? Drill sounds like it's stuck again. We need to everybody. Schon erledigt. Also unsere KI kann sowas leider nicht machen. Die kann weder Bohrer benutzen noch Taschen tragen. Ja. Das ist einfach nur irgendwelche sinnlosen KI-Männchen, die mit einem mitlaufen und versuchen irgendwas abzuschießen. Das ist aber echt schade, ich meine. Es geht darum, Taschen zum Fahrzeug zu bringen und Tresore aufzubohren und hast du nicht gesehen. Und dass die das denn nicht können, finde ich irgendwie ein bisschen ulkig. Ja. Ich habe nicht gesagt, okay, wir sollen denen nicht alles aus der Hand nehmen. Ansonsten lassen ja von die KI alles machen und chillen nur.
Aber ich meine, man kann ja mittlerweile ziemlich viel. Wow, was war das? Das habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte vor lauter Schrecken. Oh, da komme ich heran. Was machen diese Polizisten? Die laufen mit dem Rücken zuerst durch meine Tür. Ich meine, dann dürfen die sich auch nicht wundern, dass sie sterben. 10 Sekunden, dann ist er durch. Oh Gott sei Dank. Hohoho. Nennt mich auch den Rasenmäher. Oh, 2 Taschen sind hier noch. 2 große, ne? Ja. Jo. Gut, dann wollen wir mal zum Auto. Aber ich kann laufen. Das sind keine großen Taschen, gut Glück gehabt. Ich laufe einfach durch, ich will jetzt einfach. Oh, 38.000 zur freien Verfügung. Ja. Kann man sich was von kaufen? Oh. Neue Waffen, yay. Neues Level, yay. Kompakt 5 Maschinenpistole ist nun verfügbar. Bin mal gespannt, ob ich mir die kaufen werde oder nicht. Und bitte, bitte irgendwas krasses als Karte. Ich krieg schon wieder Geld. Aufsatz. Oh, ein Aufsatz. Waffenmods. Taktische Kürze. Hm. Ist das für Schrotflinten oder was? Naja, das ist eine Handschrotflinte. So eine ganz kleine, weißt du. Also die brauche ich jetzt echt nicht. Black Ops Style. Ja, okay. Ich verstehe. Gucken wir direkt mal, ob ich was Neues kaufen kann hier. Inventar. Glückwunsch, ja, habe ich schon gemerkt, dass ich das habe. Ich kann mir da bestimmt irgendwas krasses kaufen, was ich bis jetzt noch nicht. Ne, kann ich nicht. Hm. Auch nicht schlecht. Was denn? In den Fertigkeiten beim Geist kannst du für 3 Fertigkeitspunkte was kaufen. Damit kannst du Leichen eintüten und werfen. Das heißt, wenn du irgendjemanden abknallst, den packst du ein und meist du ihn einfach weg, sodass ihn keiner mehr sieht. Ah, dafür sind noch diese Müllcontainer, die man aufmachen kann. Kann man die aufmachen? Ja, man kann diese großen Müllcontainer kann man aufmachen, da kann man Sachen reinwerfen. Ah, siehst du? Ich glaube, da kannst du auch Taschen reinwerfen, dann finden die Bullen die nicht. Oder, sehr praktisch. Das hat man noch nie irgendwie kombiniert. Ja, okay, das scheint. Das müssen wir irgendwie mal ausprobieren. Ich guck mal, ob ich mir hier. Ich habe schon wieder 7 Fähigkeitspunkte. Einfach kaufen, ein Point. Was macht denn das Ding hier überhaupt? Genauigkeit bei Einzelschusswaffen. Deine Waffenstabilität für alle Flinten wird um 25% erhöht. Wird um 5% erhöht, ja, kaufe ich mir. Ja, komm. Was macht der hier? Du kannst den Bohrer 25% schneller reparieren und Stolperminen 20% schneller auslegen. Es besteht eine 30%ige Chance, dass der Bohrer nach dem Versagen selbstständig neu startet. Hm. Oh, nicht schlecht. Wo ist das? Techniker oder? Ja, Techniker. Das ist doch praktisch. Ich glaube, ich kaufe mir beim Vollstrecker auch kurz. Also man kann sich von allem die Dinger kaufen. Die freischalten, die Fertigkeiten. Mhm. Es ist egal von welchem, ne? Du kannst zusätzlich auch noch, wenn dir das, was du an Fertigkeitspunkten ausgegeben hast, nicht irgendwie passt oder du möchtest es auch anders haben, dann hast du die Option unten rechts, diesen Fertigkeitsbaum neu anlegen. Okay. Ah, okay, ja, krass. Kostet dich $67.200. Oder und dann kannst du die Punkte neu verteilen. Okay, klingt cool. Nun gut, Leute, dann war es das wieder mit einer Runde Black. Ach, ich wollte schon sagen, Blacklight Retribution. Ich bin im falschen Film, Leute. Das war es mit einer Runde Payday 2.
Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Runde dabei, wenn wir wieder sinnlos Polizisten abschlachten, weil wir es nicht geschafft haben, den Alarm zu vermeiden. Ansonsten sehen wir uns bestimmt bei irgendeinem anderen Display von mir. Ja, schreibt mir bitte, bitte mal ein paar Kommentare unter die Videos. Ich fühle mich immer so, wie von wegen, ja, komm, gib mal auf meine Videos ein, sagt mal was. Aber ihr schreibt nichts. Ich krieg keine Rückmeldung. Was soll ich besser machen? Was kann ich noch besser machen, obwohl es schon verdammt gut ist? Oder was wir eben gesagt hatten, wie zum Henker schafft man's unentdeckt da rein und raus zu gehen? Ganz genau. Wir würden gerne wissen, Leute, was machen wir falsch? Wieso klappt dieser Scheiß nicht? Warum geht dieser verdammte Alarm an? Naja. Ja, klickt auf Gefällt mir. Schreibt Kommentare. Lasst uns wissen, was wir falsch machen. Wir möchten zu gerne mal ein Level abschließen ohne Alarm. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal mit dabei seid. Oder auch bei Blacklight, wenn wir mal eine Runde Blacklight spielen. Oder Warframe. Oder was sonst noch kommt in nächster Zeit. Wir werden so ziemlich alle Free-to-Play-Spiele auf Steam irgendwann mal durchgezockt haben. Gehe ich mal schon davon aus, so wie ich uns kenne. Ja, und soweit. Hoffen wir, dass ihr dabei seid. Dann bis zum nächsten Video. Und ja, weiter viel Spaß auf unseren Kanälen. Tschö mit Ö. Tschüss.